Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute mit dem unterschätztesten Döner Deutschlands. Und das sage ich nicht einfach nur so. Ihr wisst, wie ich rumgekommen bin, was ich an Dönern gesehen habe. Wirklich alles, was Rang und Namen hat, habe ich auf den Zettel und habe ich getestet. Dieser Döner, der taucht nirgendwo so wirklich auf. Außer bei einer Person. Gehen wir gleich näher drauf ein. Gladbeck, schöne Natur hier. Wir sind jetzt direkt beim Dönerladen. Viel Spaß beim Video. In wenigen Sekunden werdet ihr mitbekommen, wo wir sind. Und ich sage jetzt nochmal, so viele Namen sind überall auf den Zetteln von irgendwas Ruja, Pamphylia und Tonbul und so weiter. Aber dass dieser Name nicht höher in Deutschland gerankt ist, absolut unterschätzter Döner, absolut zu Unrecht. Und für mich, ich war das letzte Mal, muss ich sagen, mit einem guten Charo da. Denn das ist Charos Lieblingsdöner. Aber er ist komischerweise sehr unbekannt und bei mir auf dem Kanal auch noch nicht zu sehen gewesen. Und da ist er, dicker Spieß. Selfmade sein Urgroßvater. Nicht nur Selfmade sein Urgroßvater. Basic sein Urgroßvater. Und irgendwas hatte ich da noch im Kopf, Mann. Ah, ich wollte die Cap andersrum. Ich hatte drei Sachen, Mann. Na egal, mein Kopf ist matsch. Wir gehen rein. Also der Döner hier in Milch eingelegt. Ja, also das habe ich noch von Charo mitbekommen. Guck mal, oh, das riecht schon so. Guckt euch diese Scheiben an. Jetzt fällt es mir ein. Selfmade sein Urgroßvater, Basic sein Urgroßvater und Oldschool sein Urgroßvater. Aber hundertprozentig, weil so wie ihr den Döner esst, Leute. Noch damals, als die Welt noch besser war. Damals hat es so geschmeckt. Auch, und ich kann es hier nur ans Herz legen, sogar mit Gurken drin. Tzatziki, Traum. Wenn hier Namen stehen würden, nicht Avocado, Schaf, Oldschool 1, Oldschool 2, so wie damals 3. So würden die heißen hier, weil das alles ist wie damals. Und man hat diesen Geschmack von damals wirklich. Das ist der oldschoolste Döner, der mir einfällt. Der ist krass. Danke, Charo, nochmal für die Empfehlung und das Zeigen dieses Döners. Alle den guten Charo abonnieren. Guck mal, da wird das Fleisch noch höchst eigen gemacht. Oh, können wir da einmal zugucken, wie du das machst? Oh, geil. Oh, da machen die noch das Fleisch. In Milch legt ihr das ein, ne? Ganz dünn. Lange und viel Arbeit. Ist das für morgen jetzt, das Fleisch, was vorbereitet? Ja, ne? Alles Kalb? Krass. Nur Kalbfleisch, ne? Kein Lamm zwischen, nur Kalb. Mhm. Guck, und das ist es, was ich mit Liebe meine, Leute. Da steckt Liebe hinter, Leidenschaft. Die Zeit zu nehmen, heute das vorbereiten, morgen zu machen. Nicht hier bestellen, irgendeinen Spieß rein. Sondern hier einfach frisch jeden Tag diese Arbeit und Liebe reinstecken. Und würde ich das, Leute, glaubt mir, würde ich das. Würde ich zu den Läden, die euch sowas noch servieren, was Besseres servieren, was für Körper und Geist sozusagen. Zumindest für den Körper. Puh, ihr Lieben, und es ist soweit, jetzt lassen wir uns hier gleich mal einen Döner zubereiten. Und dann natürlich auch die Bewertung nochmal für uns in unserem Ranking gemeinsam. Hallo. Hi, Olle. Grüß dich, na, mein Lieber. Na, ist dein Stammdöner jetzt hier? Ja, ja. Aha. Wenn man hier wohnt, muss man hier gehen. Das ist so. Dann lass dir schmecken, ne? Danke, danke dir. Also zwei Döner würde ich gerne bestellen und einmal mit Soßen, einmal ohne. Und auch noch kurz gesagt, ne? 6 Euro nur der Döner, ne? Tonbul in Frankfurt, da meine Nummer 1 auf 10 Euro gerade erhöht den Preis. Oh, oh, das ist krass. Guter Preis hast du, mein Lieber. 6 Euro ist gut. €10 trotzdem heftig, oder nicht? Ja, aber wenn das schmeckt, warum nicht? Ne? Ich sehe es genauso. Leute geben für Pizza und geben für einen Burger 10 Euro aus. Warum nicht für einen Döner? Aber es ist halt ungewohnt so, ne? Wenn auf einmal der Sprung kommt. Die Leute sind es nicht gewohnt. Geile Tasche. Ist gefälscht, ehrlich? Echt? Ehrlich? Ich kaufe immer gefälscht. Weil die Leute denken eh bei mir, es ist gefälscht. Ja, ja. Sind da Drogen drin, sei ehrlich? Ja. Achso, gerne mit Zwiebeln, genau, Tomaten, Gurken und den anderen genauso, nur das Tzatziki noch drin. Boah, der dampft noch, Leute. Schönes Ding. Genau, perfekt, dankeschön. Hier haben wir die Nummer 2.
Also bei diesem Döner, was auch special ist, das ist so, wisst ihr, es kommt immer aufs Produkt an. Ich esse nie mit Gurken, aber bei diesem Döner, es ist so frisch, das ist so heftig, durch Zufall entdeckt, die Gurken für mich wieder lieb gewonnen. Und ich sag euch, das ist eine Macht. Dieser Döner ist eine Macht und wie gesagt, der ist unterschätzt und völlig, das ist wie gegrillte Hähnchenhaut, dieses Feeling von diesem krossen Fett. Eine Macht, ich kann es nur sagen, eine Macht. Der einzige Schwachpunkt in Anführungsstrichen. Na, gucken wir erstmal, essen wir mal erstmal. Brot ist unglaublich kross. Es ist das Standard-Fladenbrot, aber in Perfektion. Das ist so wie außen nur so ein Stück Esspapier. Ganz knusprig, innen noch flauschig. Ich weiß nicht, wie die das machen. Also ich versuche da wirklich tiefgründig drüber nachzudenken. Warum erweckt das dieses Feeling von mir von früher? Und dann stellt sich mir die Frage, wisst ihr, der ist ja mit viel Liebe gemacht. Ist einfach self-made da. War aber damals auch nicht unbedingt alles. Aber war die Fleischzusammenstellung damals eine andere? Ich weiß nicht, aber hier unten, wieder, wenn sich dieses Fett sammelt. Das, was wir eigentlich alle noch kennen, was ich aber immer weniger in Dönern habe. Wo man das Endstück, das Königsstück, darauf wartet, wisst ihr? Und man hatte es einfach wenig in Döner. Und hier ist unten einfach wieder. Wisst ihr, wenn man wieder eine Freundin mit dabei hatte, die sagt, sie hat keinen Hunger. Zum Schluss sagt, ja, kann ich noch einmal probieren. Bruder, nicht das Königsstück. Dann kaufe ich dir lieber einen eigenen Döner. Schön viel Fleisch hier. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich ihn wirklich komplett ohne Soßen esse. Bei Charo immer mit Soßen. Das erinnert mich lustigerweise ein bisschen an damals Weihnachtsmärkte. Bei Weihnachtsmärkten gab es auch oft einen schönen frisch gesteckten Spieß. Hast frisch aufgeschnittenes Brot gekriegt, war da nur Fleisch drin fast. Das hat ein ähnliches Feeling hier. Mal den Tzatziki. Wie es das Schicksal so spielt, als das erste Mal da war, war ungefähr gleich stark. Als das zweite Mal da war, war der Döner ein kleines Stückchen stärker als heute. Halt die Gefahr, wenn du nicht so ein standardisiertes Produkt hast und jeden Tag das Fleisch natürlich neu kommt, ist die Zusammenstellung natürlich nicht immer die gleiche. Das Tier ist nicht immer das gleiche. Das ist, wenn du natürlich kein Hackfleischspieß hast, wo zum Schluss die Gewürze dominieren und bestimmen, wie es schmeckt. Da kannst du eigentlich alles reinnehmen. Ob du da jetzt zum Schluss Hund reingewolft hast, das merkst du gar nicht mehr. Aber ist ja so. Den Tzatziki habe ich bei Schauro auch etwas anders gegessen. Ich glaube, er hat das im Brot drin. Am Ende des Tages finden wir uns gleich nochmal zur Bewertung wieder. Es macht mir heute einen leichten Strich durch die Rechnung, weil ich wusste, wie ich ihn letztes Mal bewertet hatte, wo ich da war. Nur da war es im anderen Format, andere Bewertungskriterien, blablabla. Letztes Mal hätte ich ihm eine 9,3 gegeben. Das heißt, er wäre wirklich Platz 3 bei mir gewesen. Und der einzige Knackpunkt wäre vielleicht das Brot, wo man sagt, ein bisschen mehr Individualität, ein bisschen mehr Wiedererkennungswert, um ihn noch höher zu ranken. Heute hätte ich ihm eine 9,1 gegeben, aber ein absolut kranker Döner. Und für mich gehört das safe im guten Zustand zur Top 3 Elite Deutschlands. Also das ist für mich an einem perfekten Tag vielleicht sogar Platz 3, Platz 2 Deutschlands, dieser Döner. Der bräuchte den großen Bekanntheitsgrad. Ja, und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Lasst es mich gerne wissen mit einem Daumen oben und einem Kommentar und ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.